Und damit einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es ist wie in alten Zeiten. Ich freue mich sehr. Wir machen heute mal was anderes. Und zwar ist Marvin dabei. Grüß dich. Grüße euch, die da zugucken. Genau, wir haben uns hier mal überlegt, heute mal eine Runde Stadtland, Bullseye zu spielen. Keine Ahnung, ich nenne das, wie das wollt. Ganz einfach. Wir spielen Stadtland Fluss mit Dart-Kategorien und die können wir direkt hier mal vorstellen. Ja, Marvin, stell dir mal kurz vor. Ja, wir haben hier als Kategorien zum einen natürlich Dartspieler, das liegt auf der Hand. Dann World Cup und da sollen wir uns ein Land raussuchen, was mal am World Cup teilgenommen hat. Also da gibt es ja ein paar, die da mal mitgespielt haben. Dann ein Darts-Produkt, das kann alles Mögliche sein, beispielsweise Schäfte, Flights etc. Fankostüm. Also als was können sich die Fans verkleiden? Die sind ja auch sehr kreativ da auf Turnieren. Da fällt uns bestimmt auch was ein. Und eine Stadt, in welcher ein PDC-Turnier ausgetragen wird oder ausgetragen wurde. Genau, das passt so. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir spielen 5 Runden, ist geplant. Und dann schauen wir mal, wer mehr Ahnung hat. Bist du generell ein guter Stadtland-Fluss-Spieler? Ja, mäßig. Also mit den Kategorien habe ich es natürlich noch nicht gespielt, aber ich denke, ich werde schon ganz gut abschneiden. Also du musst dich warm anziehen. Ich muss mich warm anziehen. Okay, dann habe ich jetzt schon ein bisschen eine nasse Hose. Aber gut. Oha. Ich würde sagen, wir starten das Spiel. Und hier steht, mach dich bereit. Und der erste Buchstabe ist V. Ach. Viel Erfolg. Nachname oder Vorname? Nachname würde ich sagen. Okay, das erste habe ich schon mal. Jetzt könnte es aber ein bisschen kritisch werden. 2 Minuten Zeit haben wir pro Dings. Boah. Shit. Das ist ganz kritisch. Also, das ist einfach so. Man könnte das halt. Also, warte mal, es muss doch. Mensch, jetzt verlege ich hier gerade. Ja, ist okay, lass ich durchgehen. Verdammt. Oh, shit. Mir liegt was auf der Hand bei Land. Ja, du hast auch schon 2. Ja, aber bei Land. Ich überlege da wirklich. 30 Sekunden noch oder 40. Shit, ey. Oh, beim Produkt muss da auch was geben. Ich ärgere mich danach bestimmt. Boah, das wird auch schlimm. Komm, eins will ich noch. Mir liegt das auf der Hand. Okay, ich glaube, wir werden hier keinen mehr haben. Nee, oh Gott. Das ist so schlecht. Oha. Oh mein Gott. Oh, was? Nein! Ich habe extra nochmal geswitcht, den Dartspieler, weil ich dachte, du nimmst Van Gerven. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Van, ob das der Nachname ja, ist. Ja, komm, das würde ich durch. Also, man hätte Van der Voort nehmen sollen, fiel mir danach erst ein, aber ich wollte... Ja, ich habe Van der Voort habe ich auch überlegt. Was muss ich jetzt hier kreativ tun? Nein, nee, alles gut. Nee, das, ach so, okay. Das passt so. Ja, Vogel. Ach. Vogel. Der arme Saft. Ist doch total lustig. Also bei Land, ich hatte überlegt, Vietnam, aber die haben ja nicht beim World Cup mitgemacht. Doch, das, haben die doch. Safe hat Vietnam beim World Cup mitgemacht. Royden Lam und so, oder? Das ist Hongkong. Ach so. Die haben für Hongkong gespielt. Nein, das glaube ich nicht. Das habe ich nämlich nicht hingeschrieben, weil. Ja, du kannst es ja mal googeln und dann vielleicht einblenden, ob es da ein Land mit V gab. Mach ich. Für euch dann im Video. Also Darts-Produkt, ich hatte überlegt, nach irgendeinem Pfeil oder so, der vielleicht irgendwie mit V... Oh mein Gott, was? Vanquish! Es gibt Vanquish-Darts, die habe ich neulich erst an Simon verschenkt. Also Darts-Gondel. Oh. Ja, da, bestimmt, da gibt's auch noch... Oh Gott, shit. Oh,
Oh Gott. Ich meine, gut, Van Gerven Darts wollte ich jetzt schlecht hinschreiben. Ich gucke hier immer in mein Regal und ob ich irgendwas sehe, was mit V hier anfängt, aber da fällt mir jetzt auch nichts ein oder ich sehe auch nichts. Und Stadt, naja, keine Ahnung. Runde. Nächste Runde. So. Guter Buchstabe jetzt. Jetzt ist C Oh. an der Reihe. Okay, das ist einfach. Dann kommen wir mit. Oh, das muss ja Deutsch sein, ne? Sonst hätte ich. Ganz kurz was. Dings, das ist. Oh mein Gott, ich stehe so auf dem Schlauch. Ja. Ach, natürlich. Nee, das ist so krass, das ist heftig. Darts-Produkt, das ist also. Warum ich mir das schon wieder aus. Könnte man bei Darts-Produkt. Also, wäre halt so einfach, irgendeinen Spielernamen zu nehmen und dann die Darts. Das machen Ja, wir nee, nicht. das ist zu einfach. Zählt nicht, aber sehr geil. Oh, ich gucke hier so rum, ne? Ich sehe. Krei. Mann, es kann doch nicht sein. Come on, bitte komm doch. Irgendwas. Oh, ich hab was. Ist cool, ist cool. So, jetzt sind noch eins und dann bin ich zufrieden. Komm, eins und ich weiß nicht, komm noch rein. Komm, es wird doch ein. Also mit dem Darts-Produkt, da tue ich mich ja schwer. Oh mein Gott, ist das schon wieder sinnlos? Ha, ha, nein, nein, nein. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Och komm, ist das schon wieder sinnlos? Es war es einfach nicht. Ich. Ja, okay, komm, Oh, Chance. China, oh Mann. Da hatte ich ja aber auch eine Cardiff! Weile überlegt. Cardiff! Ja, komm, shit, werde ich hier abgezogen. Wer ist Captain Inklu? Captain Iglo. Iglo. Komm! Ja, ich glaube, Cäsar schreibt man auch mit irgendwie so Strich drüber über dem C oder Ma. Aber egal, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, also da habe ich doch ein paar Punkte gemacht. Das war doch eine gute Runde. Aber Darts-Produkt, ich habe wieder überlegt, so Cullen Darts, Clayton Darts, ne? Da gibt es bestimmt, oder gibt es nicht auch Code Darts so von Gary Ja, Anderson? stimmt. Ja, aber da war ich mir nicht sicher, ob es die wirklich gibt. Aber deshalb wollte ich das nicht hinschreiben. Na gut, das Achso, sieht doch warte, mal warte, gut warte, aus. warte. Ja? Okay, nee, alles gut. Dann machen wir weiter. 70 zu 30. Wir sind bei Runde 2. Wir haben schon 10 Minuten rum. Achte. Okay, ah, das ist ein besserer Buchstabe. Bin ich gut, da bin ich heute mal. Komm, komm, komm. Oh, Stadt. Also das ist quatschig, oder? Denkt ihr, das ist richtig? Oh Gott. Nee, da habe ich ein Problem. Da habe ich wirklich ein Problem. Weil Dings hier. Stadt. Hast du bei Stadt schon was? Ja, nee, habe ich nichts, habe ich nichts.
Kann man auch so einfach Stopp machen, wenn man nicht fertig ist? Glaube ich nicht. Eigentlich muss man überall was haben. Aber in der Stadt, da gibt's denn da was? Glaube nicht. Dann können wir fertig machen, also wenn du nichts mehr ändern willst. Ja, dann. Die 10 Sekunden kann man noch kurz nachdenken. Okay. Okay. Dann mal bewegen. Alien, Automechaniker ist richtig. Abstandslinie, Armsleeve, stimmt, da hast du mal ein Video drüber gemacht. Australien beide, Espinel auch beide. Ja. Ja, also Automechaniker, ich meine, man kann sich halt das alles verkleiden, so. Ja. Bestimmt, also da gibt es bestimmt einen, der sich mal als Automechaniker verkleidet hat und. Safe, safe. Ja. Ja, passt. Gut. Aber ich muss mich jetzt fest straffen. Die letzten Auf drei, jeden zwei Fall. Runden. Du Auf liegst jeden vorne mit Fall. 40 Punkten. Ja, ich bin, aber gesagt, muss Dann ich muss mal ich jetzt wachsen. ran. L. Oh. Boah, das war mal, das war eine gute Runde von mir. Ja, nicht schlecht. Also Luis, ich habe kurz überlegt, ob ich Jamie Luis vorschreibe, aber hat sich ja nichts Ja, ich habe geändert. Chris Landmann viel mehr zu sein. Genau. Stark. Lettland, Litauen, Estland, ja, Elfstell hätte man so. generell viel nehmen können, ne? Das heißt Also mit den Produkten, also, mir fällt dort nichts ein. Ja, London, ach. Ah, sehr gut. Das ist dann dumm, das ist dann dumm hin. Also wenn man da nichts hat. Aber für die letzte Runde auf jeden Fall nochmal bisschen aufgeholt. Ja, ich glaube, du liegst vorne jetzt sogar. Ja, okay. Können wir direkt mal gucken. 140 zu 120. Also Ja, wird eine richtig spannende letzte Runde. ich brauche gute Buchstaben jetzt. Ja, viel Erfolg. Ja. Okay, ja. Okay, Ja, Entschuldigung, dann. das wurde rausgeschnitten. O ist das. Ist das. Ach so, oh, ja. Haben wir safe den gleichen? Darts Produkt mit O. Oh, mir liegt fast auf der Zunge, sowas Klassisches, was nur Dings hat. Also mit den Städten, da wäre ich auch verrückt. Das gibt's doch nicht. Oh, eine Stadt mit O, wo mal ein Turnier gespielt wurde. Ich überlege schon immer, Europinto, ob es da irgendwas mal gab. Aber. Darts Produkt. Oh mein Gott, ich hab's. Oho! Also das eine ist safe nicht richtig. O'Connor Osborne. Osborne, wo kam der her? Oh, wie kam es nur auf Osborne? Colin Osborne, der gibt's den nicht? Keine Ahnung. Den. Doch. Google mal kurz. Gibt's den? Ja, den gibt's natürlich. Der hat. War der UK Open Finale nicht mal? Ich will keine Scheiße erzählen. One Point habe ich auf jeden Fall. Das Ding ist, Land beide Österreich. Darts Produkt One Point. Und Darts von Target kenne ich nicht. Osterhase beide. Und Oxford würde ich sagen, zählt nicht. Weil Also da hast du ja Oxford. da habe ich eine Stadt mehr raus. Ist das überhaupt eine Stadt? Ja, aber da ist doch ist das doch in den USA, oder? Kann sein. Ich bin. Also da hatte ich überlegt nach irgendwelchen Premier League Spieltagen, Ja. ob es da was gab oder gibt, aber Oh, wir irgendwie ist hatten. mir nichts Also, ein. ne, er war gerade eben, ne? Na gut, Ja. dann war das die letzte Runde. Ja. Stark, dann können wir hier die Ergebnisse anzeigen. Und das Endergebnis ist tatsächlich 195 zu 155 Punkte. Das hätte ich nach den ersten drei Runden nicht gedacht. Also, in der vierten Runde habe ich wirklich ein bisschen aufgeholt und hatte da noch ein bisschen Glück.
Aber Glückwunsch. Also, ich glaube, der hatte jetzt ein paar mehr Punkte gegeben, weil das letzte hat jetzt irgendwie doch gezählt mit dem Oxford, aber ist ja egal. Ja, dann Sonst, 175. Achso, das hättest du wegklicken müssen. Ja, ja, stimmt. ist egal. Dann Ja, 100, egal. dann war es trotzdem ein ganz knapper Sieg, den ich hier feiern konnte. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie es mir das getan hat. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Marvin hat das Abschlusswort. Ja, ich bin natürlich am Boden zerstört. Also, ich glaube, Julian hat nebenbei gegoogelt oder andersweitig betrogen. Nein, Spaß beiseite. Hat Spaß gemacht und lasst auf jeden ChatGPT. Fall, ja, klar, lasst auf jeden Fall ein Like da und ja, gute Darts und macht's gut. Ciao, ciao.